So, ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, ein Interview zu führen, mit wo noch was bei rauskommt. Tobias, unser Kapitän, wenn die Niederlage da ist, musst du immer herhalten. 26-29 im Pokal gegen die Füchse. Wie war es für dich heute? Ja, war ein hartes Spiel. Wir haben versucht und gekämpft in 60 Minuten eigentlich. Und ich finde, wir machen ein paar Fehler zu viel, um auf diesem Niveau das Spiel zu gewinnen. Die Füchse aus Berlin sind stark. Die haben bisher eine ganz starke Saison geleistet und wir wissen auch, dass die eine ganz gute Mannschaft sind. Aber finden wir, dass wir auch sind. Aber heute haben die besser gespielt oder wir nicht gut genug gespielt. Und dann geht es leider manchmal so aus. Das erste Tor haben wir geworfen, da waren wir dann vorne. Danach irgendwie gefühlt nie mehr so richtig. Also die Füchse haben es auch wirklich gut gemacht, wie du schon sagst. Heinefett hat natürlich dann auch das gehalten, was er halten muss. Verzweifelt man da so ein bisschen im Spiel, weil man dann so irgendwann merkt, heute wird es richtig, richtig schwer? Na, also das nicht unbedingt. Wir wissen, wir haben auch Spiele gedreht und große Rückstände eingeholt und so weiter in andere Spiele. Also wir haben gutes Selbstvertrauen und wissen auch, dass wir lass es vorn, du. Dass wir aus solche Situationen zurückkommen können. So das nicht unbedingt, aber wie gesagt, wir haben gefühlt wirklich extra hart kämpfen müssen für jedes Tor heute und das lag uns vielleicht mal am Ende nicht so gut. Wir haben Rasmus Lauge verloren, hast du schon gehört, wie geht's ihm? Ihm geht es nicht so gut. Heißt also schwierige Verletzungen? Ja, das muss man natürlich erstmal ganz deutlich untersuchen, aber also das sieht momentan sehr schmerzhaft aus und sieht nicht so ganz fit aus. Du selber warst ja auch nochmal in so einem kleinen Gefecht am 7-Meter-Kreis da. Was war da los? Ist dir auf dich raufgefallen oder mit dem Bein oder was war das? Nein, wir haben ja gekämpft um den Ball da und ich habe einen ganz dollen Ellenbogen gekriegt am Kopf und war da ein bisschen geärgert natürlich. Eine fährt er auch wieder voll im Gespräch, das macht er natürlich gerne, polarisiert natürlich auch, zieht das alles immer auf sich. Nervt dann das so im Spiel? Echt, der war schon immer so, dass man denkt nicht mehr so viel drüber nach. Ich meine, das kennt heutzutage jeder und das wissen auch alle, das heißt eigentlich nicht so viel. Habt am Wochenende einen Punkt in Kiel geholt, richtig starke Partie, das war ein richtig harter Fight. Jetzt ist Kiel ausgeschieden heute im Pokal, das wäre natürlich schön gewesen, auch ohne Kiel dann nach Hamburg zu fahren. Umso ärgerlicher ein bisschen für euch? Nein, für uns ist nur ärgerlich, dass wir selber nicht unsere Sache geschafft haben. Wer dann nach Hamburg kommt oder nicht, darum kümmern wir uns nicht so wirklich viel, sondern wir hätten erstmal lieber selber dahin geschafft. Wie geht es jetzt weiter für euch? Also heute Abend wahrscheinlich, Holger hat schon vorhin gesagt im Interview, wird eine kurze Nacht, wahrscheinlich eine unruhige Nacht und auch ein beschissener Tag morgen. Ist es bei dir auch so? Also fühlst du das noch richtig nach oder hakst du das sofort ab? Also ganz so einfach ist es auch nicht. Man muss auch wissen, wir leben, also wir spielen nicht nur 60 Minuten Handball, sondern wir leben das Leben hier mit Profi-Handball und wir investieren viel für jedes Spiel und für eine ganze Saison und das ist nicht ganz so einfach, das abzuhaken und nur wegzustecken, sondern wir werden uns schon genug Gedanken machen und so gut wie möglich auf Sonntag in Gummersbach vorbei zu sein. Du bist ja, verzeih mir, nicht mehr so der jüngste Sportler, du bist ja schon ein paar Jahre dabei. Wie ist denn das so für dich nach dem Spiel, wenn du morgen früh aufwachst? Also tut schon mehr weh als sonst oder? Ich meine, du bist natürlich perfekt in Form und auch, ich will es neidisch sagen, also wenn ich nochmal auf die Welt komme, will ich so sein wie Tobias Karlsson, körpermäßig. Das ist der Hammer, was du an Körper hast. Merkst du das schon, also dass es ein bisschen schwerer wird? Ja, auf jeden Fall. Gerade wie du sagst, Tage nach dem Spiel wird für jede Saison etwas härter und das Aufstehen und aus dem Bett kommen ist eine Herausforderung nach jedem Spiel. Und morgen wird es wahrscheinlich etwas schwerer, weil du ordentlich auch gekämpft hast in der Abwehr. Du hast ja versucht, den Laden da zusammenzuhalten. Wie macht sich eigentlich Magnus Röhl neben dir? Ich sehe immer, wenn ihr euch so Anweisungen gibt und so, ich glaube, du bist recht zufrieden mit ihm, ne? Ja, total. Er macht das richtig gut. Ich finde, er hat ein gutes Gefühl dafür. Man kann die Absprachen mit ihm gut
wir kriegen das gut in den Griff zusammen, finde ich. Und er macht das echt gut, finde ich. Ihr seid Schweden, ihr seid Dänen, ihr seid jetzt Norweger. Wie unterhaltet ihr euch eigentlich? Auf Deutsch natürlich. Ernsthaft auf Deutsch? das machen wir zu 98% zumindest. Wenn das im Spiel schnelle Absprachen gibt oder um sicherzustellen, dass da keine Missverständnisse werden, machen das manchmal ich auf Schwedisch, Magnus auf Norwegisch oder Däne auf Dänisch. Das kann so mal sein, aber insgesamt zum größten Teil auf Deutsch. Und das klappt auch, weil Norwegen und Schweden ist ja manchmal ein bisschen schwierig, habe ich damals gelernt. Ich habe norwegische Verwandtschaft, die haben immer gesagt, das mit den Schweden ist nicht ganz so, also man versteht sich nicht ganz so gut, aber man kennt sich halt, ist für dich kein Problem? Also wir Schweden, wir sind ja ganz neutral, wir haben mit keinem Problem. Okay, dann habe ich noch eine Frage und zwar, ich bin jetzt glaube ich seit 6 Jahren hier bei der SG, ich habe noch nie deine Tormusik gehört. Also immer wenn du ein Tor wirfst, bin ich entweder nicht da oder es passiert irgendwie nie. Weißt du, was deine Tormusik ist? Ja, klar. Welches Lied? Das ist Britney Spears, Oops, I Did It Again. Kommt nicht so oft, ne? Nein, leider nicht. Und ich sehe beim 7-Meter-Schieß immer mit vorne. Hoffst du irgendwann nochmal, dass du nochmal einen Abpraller kriegst und dann machst du ihn rein? Ja, natürlich. Ich hatte heute schon Hoffnung auf einen, aber hat nicht geklappt, leider. Und was ja auch wahrscheinlich richtig ein Thema ist bei euch in der Mannschaft, ich meine, Matthias hat doch in dieser Saison, glaube ich, mehr Tore schon geworfen als du, ne? Oder? Das ist eine gemeine Frage. Streichen wir, finde ich. Okay, dann lasse ich dich jetzt auch in Ruhe, Tobias Karlsson, unsere Nummer 3, für mich der weltbeste Abwehrspieler. Ist tatsächlich so, das will ich nicht sagen, weil ich dir schmeicheln möchte, sondern ich finde, du bist eine echte Kante und ein geiler Typ. Also, danke dafür. 26, 29, wir sind raus im Pokal, aber die Saison geht weiter und mit dem Kapitän holen wir irgendwas. Okay, danke dir. Ciao.